Wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Alter, verpiss dich. Halal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Wer hat gesehen? Machen wir mal den hier, der ist so mitten ein bisschen weiter außen. Er hat sich wohl verspätet. Das ist nur ein Viertel hier, ne? Das Nobelviertel. Ah. Oh, wir sind im Nobelviertel 1 und welche Leute müssen auf Eier gehen. Ah, oh, gib mir Geld. Muss arbeiten gehen. So gehört, Halal kann jeden Arbeit geben. Von daher. Was hat ihn wohl so erschreckt? Ja. Boah, fast immer knallt hier. Schon gleich eine Schlägerei eskaliert hier. Eskalation. Was tut dieser Mann nur? Ich traue den Bogen rum. Ist er nicht so eben in jemand hineingeraten? In diese Person hineingeraten. Er sollte besser aufpassen, wo er hinläuft. Hallo, Chefchen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Fahrer? So. So, fahren. Mit der Autobahn. Er spritzt sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Es ist eine Ehre, dein Leben im Dienst Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Schon für auch wieder ein paar mehr Leute auf dem Dächern. Das gibt mir auch ein paar Eiern abgeschossen, sehe ich gerade. Hier habt ihr nichts zu suchen. Geht. Emotionen, Herausforderungen, nein, vielleicht nicht. Ich will nur wissen, wo ich jetzt gleich hin muss. Komm mal, vielleicht die Klinge hier rein. Quatsch, sind wir drin sicher. Ja, wir können mehr Haare bauen, oder? Schön, Futter. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen, dass ihr euch das Leben kostet. Aber merkt schon, dass man also öfter mal auf gleiche Synchronisation stößt, da jetzt mal auf gleiche Sachen, die sagen, aber das Spiel ist ja halt schon nicht mehr ganz so neu, ne? Deswegen ist es eigentlich ganz in Ordnung. Also, sollte man sich nicht ins Hemd deswegen machen. Da oben. Eine Höhe. Boah, sind wir hoch, ey. Ich heb ab. Töt mich am Boden. Keine Angst, ich werde jetzt kein Lied vorsingen. So. Immer noch nicht, ey, Jungs, Alter. Meine Phrase.
So, da muss ich mal ganz kurz eben hin. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Nicht mehr zu stoppen, Jungs, wisst ihr Bescheid. Haben wir auch erst fünfmal gehört oder so. So, ah, alles klar. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein, ihr versteht das nicht. Ich habe nicht. Und verpiss dich. So laufen wir uns eigentlich immer uns hinterher, verstehe ich nicht. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Mach Platz. Blutplatz, Alter. Opfer. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Das läuft ja alles sehr gut. Was tut er denn? Was denkt dieser Mann sich nur? Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten. Nehmen wir hier rum. Du bist schon weiter rum, Kollege. Jemand soll den aufhalten, bevor er sich verletzt. Oh ja, stimmt. Wir halten eine so unglaublich. Hört hier auf. Kann ich so einen guten Angriff machen? Bereue deine Sünden! Oh nein, meine Leiche liegt da auf. Welcher Wichser war das? Nein, jetzt. Ein Schießen, Kollege, ne? Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. So. Das ist bescheuert, ne? Und klack. Nur echt krass, oder willst du nach hinten zu springen und plötzlich noch zu greifen, ne? Aber ich meine, ich kenne das ja, wenn ich ja immer die ganzen Fassaden alle hochkletter und so, ne? Also schon. Ich muss sagen, ja, macht ja. Macht das schon ganz okay. Ja, da hat er gut vor mir abgeguckt, auf jeden Fall. Deutscher Forscher ist echt cool, wenn das wirklich so wäre mit den ganzen DNA und so, dass du wirklich dann irgendwo sitzen und in den Vorfall alle gucken kannst, was sie gemacht haben. Das wäre schon nicht schlecht. Junge, das gibt's doch nicht, Alter. Gehen wir erstmal jetzt zu Döni. Ich habe keinen Bock hier in Einzelnen aufzudicken hier. Vor allem, es gibt noch schon 6 Nachforschungen hier, ne? Und ich höre schon fast jeden Punkt hier. Nein, geht nicht. Stirb, Dieb! Stirb, Dieb! Hilf mir doch jemand! Und ich dachte, ich wäre fast blind. Das besondere Leute oder so? Töten. Und töten. Was ist das denn für Leute? Okay, ist ja schon der Non-Civilist. Ich wollte immer wissen, wo diese komischen mal leuchten, deswegen. Wollte ich mal wissen, ne? Das war mein Test hier für kurze Zeit. Gut. Und der nächste weg. Kein Problem für uns, ja klar, ne? Und hopp. Hoch, hoch, hoch auf den gelben Wagen. Anobiz. So. Okay, auch fertig. Boah, bitte. Sag ich jetzt an, ey. Ob wir jetzt das nächste Ding was machen können. Und. Ich glaub das einfach nicht.
Junge, es gibt 6 Nachforschungen hier. 6 verfickte Nachforschungen. Hier wären noch 4 Dinge. Karte aktualisiert, okay. Hammer. Ich bin vor kurzem nicht so. Die Nacht sind schon gut, ja. Spaß. Dieser Mann scheint in Eile zu sein. Nee, recht. So gehe ich eigentlich auch immer zur Schule und zur Arbeit, ehrlich gesagt. Ich kenne auch immer über Lea, ich überall drüber und alles. Das ist normal bei uns. Macht jeder, macht das so. Die Feder und Todessprung runter machen oder was? Zweifel sehr stark, aber okay. Ja, endlich. Ich möchte wissen, kann ich jetzt einen runter machen, den Tonsprung oder nicht? So, okay, so kompliziert wird es, so hochgekommen. Drei Meter weiter nach rechts zum Club. Wir können tun, was uns gefällt. Hört auf, bitte! Wir tun mir Platz! Braucht ihr etwas? Tja, ich muss hier rein eigentlich. Irgendwie so rein? Aber nämlich nicht, ne? Schon mal rein, aber ich bin ein Mönch, ich bin geistlicher. Was wollt ihr? Habt ihr etwas zu sagen? Ich hol mir deinen Kopf! Wohin kommst du nicht? Kostet dich den Kopf! Zur Seite! Ich muss mal gucken, ob man hier was machen kann. Ihr werdet mir nicht entkommen! Euch hol ich mir! Bleibt dran! Sieht mich doch gar nicht, oder? Das will ich jetzt echt nicht mehr. Es kommt so, vielleicht ist es gar nicht hier drin, Alter.